Hallo und herzlich willkommen zum 18. Teil des Java-Programmieren für Anfänger-Tutorials. Mein Name ist Dennis Panyuta und in diesem Tutorial werden wir uns um Try and Catch kümmern und außerdem noch Finally kennenlernen. Und Try and Catch kann man sich so vorstellen, dass es Code ausführt, der unter Umständen nicht funktionieren könnte. Und wenn er tatsächlich nicht funktioniert, dann soll ein anderer Code ausgeführt werden. Und dazu zeige ich euch direkt ein Beispiel. Und zwar importieren wir mal JOptionPane, import javax.swing.JOptionPane. Dann erzeugen wir einen String, den nennen wir Input und sagen JOptionPane Input Dialog. Und hier nehmen wir den zweiten, übergeben hier Now und als Message geben wir ein Wie alt bist du? Fragezeichen und beenden das mit einem Semikolon. Dann in der nächsten Zeile sagen wir Try, also Versuche. Das ist nämlich der Anfang eines Try and Catch. Versuche. Und hier drin sagen wir int Alter ist gleich integer.parseInt und geben hier Input ein. Als nächstes möchten wir, was ausgegeben werden soll. Also wieder unseren OptionPane. .showMessageDialog. Hier übergeben wir wieder Now und dann du bist plus Alter plus, also hier machen wir am besten noch ein Leerzeichen, damit das Alter nicht an du bist dran geklatscht wird, und Leerzeichen Jahre alt. Beenden das mit einem Semikolon und nun müssen wir noch unseren Catch berücksichtigen. Also im Catch geben wir ein Exception E und starten hier wieder einen Rumpf mit den geschweiften Klammern. Und in dieser Catch-Abteilung, also in diesem Catch-Rumpf, geben wir nun ein, was passieren soll, wenn Try nicht funktioniert. Also, wir überlegen uns jetzt, was könnte denn passieren? Zum Beispiel nehmen wir ja einen String als Input. Wie alt bist du? Und dann muss die Person ja einen Integer-Wert eingeben, also beziehungsweise eine Zahl eingeben. Und wenn die Person jetzt Buchstaben eingibt, dann lässt sich das ja nicht in einen Integer parsen. Also könnte es passieren, dass das hier nicht funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, geben wir eben einfach aus JOptionPane.showMessageDialog. Übergeben hier Now und als Message übergeben wir du Schlingel hast eine Zahl eingegeben. Und hier fehlt noch das Semikolon bei dem Import. Und jetzt probieren wir das mal aus. Klicken auf Run. Wie alt bist du? Jetzt geben wir mal 24 ein. Ich bin nämlich 24. Du bist 24 Jahre alt. Okay. Jetzt lassen wir das nochmal laufen und geben mir zum Beispiel du Hund ein. Oder du, ja, du Hund, klein geschrieben. Klicken auf OK. Du Schlingel hast keine Zahl eingegeben. Also wir sehen, dass für den Fall, dass das nicht funktioniert, also unser Versuch, das zu parsen, also die Eingabe in einen Integer zu parsen, dann wird die Catch ausgerufen. Und dann wird eben der Text ausgegeben. Also gehen wir nochmal von Anfang. Zuerst haben wir JOptionPane importiert. Was das ist, haben wir in einem der letzten Tutorials ja gelernt. Damit können wir Dialoge anzeigen lassen. Dann haben wir einen String erzeugt, den wir Input genannt haben, und haben einen Input-Dialog eröffnet, in den wir etwas eingeben können. Außerdem hat dieser den Text stehen, wie alt bist du? Dann
versuchen wir im Try, also Try heißt ja auch versuchen, einen, die Eingabe, die wir bekommen, in einen Integer umzuwandeln. Und das tun wir über parseInt, über die Methode parseInt aus der Klasse Integer. Und möchten diese in Alter speichern. Dann möchten wir einen Message-Dialog ausgeben, der sagt, du bist so und so alt. Also so und so viele Jahre alt. Sprich, die Eingabe, die wir getätigt haben, Jahre alt. Und wenn das nicht funktioniert, das heißt, der User keinen Integer eingibt, beziehungsweise keinen Wert eingibt, der sich in einen Integer parsen lässt, das heißt irgendwelche Buchstaben oder Sonderzeichen, dann soll Catch aufgerufen werden. Und Exception heißt Ausnahme, Catch heißt fangen. Also wir fangen eine Ausnahme E und sagen, gebe den Message-Dialog aus, du Schlingel hast keine Zahl eingegeben. So, und jetzt, da wir Try and Catch jetzt hier verwendet haben, möchte ich euch noch kurz Finally zeigen. Und zwar gibt es noch die Möglichkeit, einen Finally hinzuzufügen. Und in diesem Finally fügen wir nun ein, was passieren soll, wenn dieser Try and Catch abgelaufen ist. Also ganz egal, ob es funktioniert hat, also unser Versuch, unser Try geklappt hat, oder ob er nicht geklappt hat und Catch ausgegeben wurde. Also hier können wir jetzt zum Beispiel eingeben, JOptionPane, ShowMessageDialog, Now, und das Programm ist nicht abgestürzt. Jetzt lassen wir das nochmal laufen, speichern. Wie alt bist du? Ich gebe mal irgendwas ein. Kiwei. Du Schlingel hast keine Zahl eingegeben. Das Programm ist nicht abgestürzt. Und dieses Finally, das können wir jetzt verwenden, um zum Beispiel einen Wert wieder auf seinen Ausgangszustand zu setzen oder um eine Internetverbindung zu unterbrechen. Weil wir hätten ja zum Beispiel versuchen können, mit Try ins Internet zu verbinden. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätten wir irgendwas ausgeben lassen können, also einen Fehler, eine Fehlermeldung. Und im Finally hätten wir die Internetverbindung, ob sie nun funktioniert oder nicht, schließen können. Und damit wäre es das dann noch für dieses Tutorial. Im nächsten Tutorial kümmern wir uns um Setter- und Getter-Methoden. Und bis dahin, abonniert meinen Channel, schaut es euch an und macht's gut.